So, Päuschen ist rum. Weiter geht's. Wir brauchen Money. Oh Gott, was soll ich denn hier machen? Nö, die lassen wir mal drin. Ist noch irgendwas kaputt? Nö. Na dann, Budget von 12.000 Hammer. Schlafzimmer, Badezimmer, Küche. Stopp mal, was will der im Badezimmer haben? Nicht viel, da reicht eigentlich ein kleines Bad. Oh, da will er auch nicht viel haben, okay. Okay. Hier, komm, scheiß drauf. So. So, wir fangen am Bad an. Laminat und hellblau. Wichtig, Dekoration und Wände. Okay. Irgendwo duscht jemand. Das hört man ganz genau. Klo. Waschbecken. Klobürste. Hallo? Und Klopapier. Ist voll viel da drin. Fließen. Braun. So, ein Kühlschrank und ein Herd. Gut, den Rest machen wir dann später. Wände grau oder blau? Hammer. Ein Bett möchte die Person haben. Bett, Hammer. Und ein bisschen Wanddeko. Hammer auch. Gut. Ja. Jo. Oh mein Gott, ey. Eins, zwei, drei.
100%, passt. Kriegst dann auch ein bisschen Wanddeko rein. Ne, das nicht, das hier wollte ich machen. So. Das und das da. Oh Gott, 34% gerade mal. Immer noch 61%. Ach, was könnte man noch? Wir haben noch 1600. Shitterino. Kleiderschrank weg, schon echt geil hier drin. Ein Kleiderschrank wäre noch geil. Komm, scheiß drauf. Ich wollte im Bad eigentlich noch was anbringen. Naja. Das war klar, Kerzen gefallen irgendwie jedem. Scheiße, ich muss es machen. Okay. F-
freischalten. Den Onkel haben wir ja schon komplett fertig. Es ergibt halt wieder richtig fett Kohle. Tschüssikowski-Onkel. Ich hab Bonuszahlung für Freischaltung 11 Tage. Badezimmer. Scheiße. Wand, Wände, hier. Tür, da. Ach, das ist wieder so kacke hier gemacht. Fließende. Eine Duschkabine, Krichter, ein Klo, Hala, Hala. Beton. Grüne Wände. Hammer. Noch ein Barackentisch. Zwei Stühle. Und zwei Sessel. Und so ein Gussofen, den können wir schon direkt hier hinstellen. Eins, zwei, drei, vier Stück sogar. Hammer. Eins. Zwei. Drei. Vier. So. Wegen. So. Ein Kühlschrank.
Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei, vier. Kleine Deko. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, Wanddeko. Nein, das war's nicht. Aber das hier. Hammer. Wichtig, Fußböden, bevorzugte Möblierung. Hammer. Hier fehlt noch was. Und zwar ein Waschbecken. Das Ding. Und das. Und das. 100% passt. Aber ich hatte hier doch gerade noch was gesehen. Genau, eine Uhr. Hä, Toilette haben wir doch. Dann halt so. Ja, komm. Nein, oh, ich krieg's gerade am Bonus von 4000. Geil. Haben wir wieder 54.000. Ich bitte euch. Oh nee. Die Dinger werden immer teurer. Was ist denn das hier? Ach so, ist meine Wohnung. Ach, da kann ich nicht reingucken. Oh. Na gut. G 13.000.
13.000. Oh, Entschuldigung. Gottes Willen. 3 Reinigung starten. Reparieren, reinigen, reparieren. Wände sind alle intakt. Nice. Tschüssikowski, Onkel. Ich hoffe mal, ich habe keine Zeit vorgegeben wieder. Nee, gut. Schlafzimmer, Badezimmer, Küche. Das ist schon wieder so ein Scheißschnitt hier. Na gut. So, dann als erstes das Badezimmer wie immer. Laminat und rote Wände. Hammer. Und wieder rote Wände. Nein. So. Hartholz. Grün oder gelb? So. Das Wichtigste haben wir schon mal, dann Duschkabine. Eine Toilette. Ich würde euch ja gerne teures Zeug anbieten, aber ihr gebt mir nicht wirklich das Geld. Das ist ein Problem. Toilettenpapier. Badezimmer ist fertig. Küche. Ein Bett. Jo, Wanddeko machen wir gleich. Oh, das war ein teurer. Hier, Billigwasserkocher reicht. Wie
richtig bevorzugte Möblierung. Du hast nicht mal bevorzugte Möblierung. Das ist nicht verkackt, ey, Mann. Auf jeden Fall 100%, 100%. Gut, dann machen wir hier weiter. Was ist das überhaupt? Ey, ganz ehrlich, nee, hier. Schon ein bisschen mehr Geld. Komm, ich verkaufe mal auch Scheiß drauf. Einen Kleiderschrank hätte der Mensch gern. So. Holy. 14% gerade mal. Schön. Gern so eine Art Läufer hier. Ich mal gucken, mache ich die so oder ich denke, ich mache die so hier. Was ist das denn? Oh mein Gott. Naja. Jetzt hier eine Pflanze hinstellen und hier eine. Die kann noch ein Stück nach hinten, ne? So. Könnte man hier mittig tatsächlich. So wie es die meisten Frauen heutzutage in ihrer Wohnung haben. Ein bisschen nach unten vielleicht noch. So. Lampen. So.
hatte doch eine neue Wanddeko bekommen. Hier. %77, nice. Also bis jetzt auf jeden Fall schon mal richtig geil. Der wird dir nicht gefallen, weil es ein Röhrenfernseher ist, wusste ich. Aber gefällt der Alten überhaupt irgendwas? Alter, was ist denn hier los? Habt ihr irgendeine Schulden? Vertragsverlängerung. Wir sind aktuell bei 2,4. Die ist gar nicht höher gegangen. Ja, komm, scheiß drauf. Geschenkt machen. Ja. Ja. Mietpreis 1,3. Ey, ich hab Fixkosten 900, du willst so 522 zahlen? Alter, jetzt ist heute mein monatliches Einkommen wieder gesunken wegen so einer dummen Troller hier. Ich könnte kotzen.
sich die irgendwie rausekeln. Es kostet mir zu viel. Mann! Ich hab zu wenig Einnahmen. Hallo, alle. Ich hab zu wenig Einnahmen. Wände sind alle heile, na dann. Tschüssikowski, Onkel. Okay. Okay, braun und gelb. Fließlaminat. Fließe. Laminat. So. Hier. Oh, jetzt muss ich hier überall wieder das gleiche Zeug reinballern. Eine Toilette. Waschbecken. Klobürste. Wichtig, benötigte Möblierung, bevorzugte Möblierung. So, die zwei Hammer. Der hätte gern Teppich rein. Hala. Grüne Wände. Hatter, Wartezimmer, Hartholzboden. Hammer, Wände blau. Hammer. Büro, ein Schreibtisch. Ein Sofa. Ein Bürostuhl. Ein normalen Stuhl. Ein Regal. Eine große Pflanze und die Poster, Gott. Du.
Motivationsposter. So. Wanddekoration, Ventilator machen wir dann gleich. Ein Sessel. Das haben wir. Das haben wir. Und ein Motivationsposter. Gut. Ventilator, wo bist du? Da. Wanddeko. Haben wir auch. Wie sieht's denn aus? 48, 49. Das Bild kommt da weg. Holy shit! Was machen diese Vasen aus? Ey, dann baller ich doch hier auch gleich nochmal welche rein. Alter Schwede! Ja, ja. So. was habe ich denn jetzt hier noch rangemacht? Und die Pylome und diese Kleinkram. Das bleibt bei 84, das ist schade.
Ah ja, komm, scheiß drauf. Geht natürlich in uns mal über Klo. Ey, das ist ein Büro, die haben immer nur Standard-Klos. Und so heul nicht rum, du Hund. Naja. Naja. Schon wieder. Ich hab doch gerade erst bezahlt. Hinten gibt's nichts mehr zu kaufen. Auch nicht im Trailerpark. Schade. Okay, komm, einen Job schaffen wir heute noch. Oh ne, ist das ein Babysitter-Job? Oh ne, ah, doch. Oh. 24 und 51. Ja gut, ne, da brauche ich ja gar nicht weiter gucken. Vorherige Mietverhältnisse. Okay. Ja. 18, die ist zu jung. 50. Okay, die würde sogar noch gehen. Keine Schulden? Oh, okay. Okay. Ah ja, komm. Oh, alles klar, machen wir hier sofort ein Angebot. Schreiben, dass das Geld überwiesen ist. Das mache ich doch nicht an meinen Vermieter. So. Ich habe gerade das Geld überwiesen. So lange geht mir das ein bisschen auf den Keks. Naja, dann machen wir halt doch noch mal einen Job. Nehmen wir den hier. Wände sind alle intakt, yo. Zur Verfügung.
So, die wollen Badezimmer, ein Schlafzimmer, ein neues Schlafzimmer und Küche. Oh mein Gott, wie soll man das hier machen, bitte schön? Wo ist denn die Heizung? Ach, da. Da ist die Heizung. Naja, komm. Laminat. Wände. Hellblau. Hammer. Kühlschrank. Hammer. Eine Spüle haben wir drinne. Ein Herd habe ich drinne. Ein Küchenschrank habe ich drinne. Und ein Motivationsposter ist drin. Mann. So, Badezimmer. Staffelei und Ventilator, okay. Braun. Eine Badewanne möchten sie haben. Haben sie. Waschbecken gibt es ausnahmsweise mal ein teures. Eine Waschmaschine. Ein Wäschekorb. Eine Klobürste. Einmal Klopapier. Ein Pömpel. Und ein Handtuchhalter. So, Bad ist fertig. Rot. Ein Doppelbett. Ey, das ist aber illegal, ne? Man darf heutzutage keine Zimmer ohne Fenster als Schlafbereich vermieten. Oder Wohnbereich. Das wird nicht gestattet. Das ist illegal. TV-Schrank. Der ist ganz schön groß.
Ach komm schon, willst du mich jetzt so verarschen, ne? Bevorzugt eine Staffelei. Hammer. Dekoration, erster Eindruck, unwichtig, Fußboden. Fußboden, alles klar. Teppich. Grüne Wände. Hier hängt ja noch die Uhr. Ganz ehrlich, das Arcade-Spiel verkaufe ich auch, hab ich nicht so mehr Geld. Ein Etagenbett. Ein Schreibtisch. Ein Stuhl. Ein Bild. Hammer alles. Ach, und noch ein Ventilator. So, haben wir auch das. Wie sieht's denn aus? Ach du Heimatland. Wie groß das ist, Alter. Holy shit. Prozent passt. Ich weiß zwar nicht, was Kinder mit Kerzen im Kinderzimmer wollen, aber scheiß drauf. Hä? Ja, komm. Was will ich denn hier noch großartig machen? In der Küche kann ich noch ein paar Bilder anhängen, das war's. Das ist einfach viel zu groß. Das ist viel zu groß.
Komm, scheiße. Ich kann nicht mehr machen, das ist viel zu klein. Ich hätte die hier auch um eins größer machen können und das als Durchgangszimmer, wäre aber scheiße gewesen. Sowas hat man heutzutage nur noch als Wohnzimmer, das ist halt Schlafzimmer. Ich frag mich sowieso, wo die essen wollen. Willst du mich verarschen? Alter, das gefällt mir überhaupt nicht. So ein Hund. Jetzt bin ich gespannt. Naja, gut. Gut, besser als nichts. So, das war's aber heute mit Setinan zum Good Morning Stream. Heute Nachmittag gibt's wieder Star Wars Salt Republic. Ja, und ansonsten, vielleicht sehen wir uns heute Nachmittag zum Stream, vielleicht morgen Nachmittag zum Stream. Mal schauen. Und ich wünsche euch noch einen restlichen, wunderschönen Freitag und eventuell bis heute Nachmittag. Rockstar, dance until I drop, my love is a fire.